Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Mortal Kombat Deception. Im letzten Part haben wir ein bisschen Outworld noch weiter erkundet und wir haben da die ein oder andere Mission gemacht. Und jetzt, machen wir mal mit der Hauptstory weiter. Wir haben heute den Freitag, den 8.3. Ich habe heute Urlaub. Und da dachte ich mir, ich nutze heute mal den Tag, nachdem ich natürlich alles erledigt hatte heute, um für euch aufzunehmen. Und ich weiß, wie gerne ihr Mortal Kombat Deception schaut, weil es bis jetzt, muss ich sagen, von den Aufrufzahlen her, das wieder mal ein Projekt, was sehr gefeiert wird, muss ich sagen. Und das auch zu Recht, muss ich sagen. Das zu Recht. Da steht schon mal Melina. Look at what we have here. Another straggler for Melina to sink her teeth into. I do not wish for trouble, but I will defend myself if necessary. I must warn you that I am quite skilled in the art of combat. Is that so? We will see how long you can endure my attacks. I will sharpen my teeth with your bones. Jetzt gibt's volle Pfund aufs Maul. Ja, ich muss dazu sagen noch, ich habe noch 2 Wochen. Nun Mensch, werden wir sehen, wie. Ach, das ist jetzt Tutorial. Alles klar. Ich dachte, jetzt gibt es einen normalen Kampf. Egal. Also 2 Wochen stehen mir noch bevor mit Arbeiten und dann habe ich Urlaub. 2 Wochen. Und ihr wisst, was das heißt. Ihr werdet jeden Tag Videos bekommen. Und seitdem ich ja auch erstmal wieder nicht streame. Morgen steht natürlich wieder Fortnite-Stream an, sofern das Internet nicht rumspinnt, weil ich hatte heute wieder mal ein paar Probleme. Aber sonst ist Samstag wieder Fortnite-Time. Ja. Ich habe die letzten Tage, ihr habt es ja auch gesehen, ich habe da viel hochgeladen mittlerweile wieder, weil ich auch die letzten Wochenenden mich dran gesetzt habe und einiges aufgenommen habe. Ich habe auch noch ein bisschen was auf der Platte und es macht mir nach langer Zeit wieder so viel Spaß, muss ich sagen. Ich muss auf jeden Fall noch die eine Reaction aufnehmen. Da habe ich mir auch schon von den Inhaber der Videos, worauf ich reagieren möchte, auch schon das Okay reingeholt. Und ich bin noch ein Dulli. Oh, die wäre durch den Boden gefallen. Oho. Was auch noch ansteht, ist, na, willst du jetzt mal? Hallo? Okay, ja. So. Was noch aussteht, ist, wieder meine Spielesammlung. Habe ich ein bisschen erweitert, mal wieder. Wann ich das jetzt direkt aufnehmen werde, weiß ich halt noch nicht. Weil diesen Monat kommt noch so gegen Ende des Monats, also wo ich schon Urlaub habe, kommt noch ein Spiel raus. Kann ich ja schon mal sagen, Rise of the Ronin. Das habe ich mir schon vorbestellt, weil da freue ich mich richtig drauf. Und vielleicht werde ich das dann dort in den Zeitraum aufnehmen oder kurz danach, wenn meine letzte Urlaubswoche ist, Anfang April. Und vielleicht kommt da das ein oder andere Retro-Spiel nochmal rein. Weil ich war eben nochmal in
den An- und Verkauf meines Vertrauens. Hab da ein bisschen durchgestöbert und hab da das ein oder andere gute Spiel gefunden, was ich noch sehr lange auf meiner Wunschliste hatte. Und daher, freue ich mich, die mitgenommen zu haben. Da waren aber noch einige andere Titel. Vielleicht werde ich da die Tage vielleicht nochmal hingehen, mal gucken. Weil da waren nämlich noch einige billige N64-Spiele. Ich habe ja eine N64 seit ein oder eineinhalb Jahren ungefähr. Oder vielleicht zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Damit ich halt die N64-Spiele mal ein bisschen an Spielen erweitere. Das sind jetzt auch keine krassen Titel, das sind jetzt auch nur solche Billigtitel wie jetzt Formel 1 und Wave Race, das habe ich da noch einen Sinn, was die da hatten. Dann hatten sie noch Turok 2, da bin ich aber noch unschlüssig, dass ich mir das nochmal für die N64 hole. Liegt auch einfach daran, dass ich schließlich die das Remastered ja schon habe. Oh, ist irgendwas in mein Auge, ey. Oh. So. Ja, muss ich halt überlegen. Ich muss dann noch mal die, also für Turok muss ich noch mal gucken nach dem Preis. Well done. Wo ich hätte mal zuschlagen müssen. Aber da hatte ich noch keine N64. War einfach da, wo die in den Laden auch noch GoldenEye hatten. Weil das hätte ich auch ziemlich gern, weil Microsoft hat es leider so gemacht, dass das GoldenEye-Spiel leider hinter so eine Paywall ist. Und das finde ich sehr blöd, weil von mir aus 10 Euro kosten könnte, dann würde es mir reichen, nämlich für die Xbox One zu holen. Damit müsste jetzt das Training. Ja, nur noch ein Kampf. Digga. Ja, hast nicht gedacht, ne? Schön auf dem Boden mit dir. So, weiter geht's in der Story. Impressive. You survived my assault. You are a great warrior. There is much we can gain from one as skilled as you. I thank you for your kind words, Melina. Perhaps you would be interested in assisting our cause. Recently, the walled city of Lei Chen has defied the rule of the Emperor Shao Kahn. He has sent us, his Tarkatan forces, to take the head of the Overlord there. We would like to complete our objective without incident, but we will use force if necessary. Would you act as our voice and convince this fool of an Overlord to surrender his life to Shao Kahn? So that his subjects will be spared? What if the Overlord refuses to surrender? Everyone in the city will be slain. The city walls are strong, but they will not hinder our assault for long. This is a most uncomfortable position for me. But if it means the citizens will be spared, I will see what I can do. You have our word. Bring us the head of the Overlord and we will spare them all. Und was ich noch sagen muss, erstmal reden wir mit denen noch. Many would-be rulers have been slain by Shao Kahn's extermination squads before they could rise to power. Ja, nichts. Was ich noch sagen wollte, ich habe nochmal nach Left 4 Dead geschaut, weil ich den zweiten Teil ja Let's Played habe. Und natürlich kann ich sagen, ich nehme jetzt im Hintergrund noch auf, den ersten Teil, und ich habe gesehen, wo ich auf der Xbox One geschaut habe, wurden mir keine DLCs angezeigt. Auf der Xbox 360 wiederum schon. Ganz komisch. Und ich werde
Diese Woche werde ich mir noch einmal aufladen und werde dann eben halt die DLCs kaufen. Und für Left 4 Dead 2, das werde ich dann im Urlaub irgendwann mal dazwischen schieben. Da machen wir die zwei oder drei waren es, glaube ich, Kampagnen noch. Aber die werde ich dann halt auf leicht spielen. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Maps einfach nicht, diese Kampagnen einfach nicht kenne. Und damit wir da eben halt nicht ins Straucheln kommen. So viel kann ich schon mal sagen. You see a centaur, it is best to stay out of his way. They are powerful warriors. Da meint Motaro. There is a cave to the northwest that is unusually cold. It is said that a race of cryomancers have buried their dead deep within its caverns. Ich weiß jetzt nicht, wer hier irgendeine Quest hat. The city of Lechen is ruled by Overlord Zephira. Na ja, komm, wir lassen die mal jetzt aus hier. Ich habe jetzt auch nicht wirklich den Sinn, jetzt wirklich mit jedem zu sprechen. Was auch keine Quest. Ich dachte, hier war wirklich keiner, der eine Quest hatte. Ich kann mich natürlich auch irren, wenn ihr da besser Bescheid wisst, ruhig in die Kommentare schreiben. Na ja, dann können wir die jederzeit noch machen. City of Lechen is an impenetrable fort. Ja, bewundert eure Stadtmauer. The Tarkata often surround their camps with walls to keep intruders out. Das hat Sinn und Zweck einer Mauer. I have just come from the living forest. I swear I was being watched. Du da, mit dir will ich auch noch mal reden. The city of Lechen is Ja, du erzählst uns das Gleiche. Du stehst ein bisschen abseits, du hast bestimmt eine Quest. Natürlich nicht. Okay, werden wir mal die Gebäude durchsuchen. Euch mal von euren Hab und Gut zu erleichtern. Wie viele Parts ich jetzt im Anschluss aufnehmen werde, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, ich werde danach noch ein Part aufnehmen. Und dann werde ich erstmal wieder Dynasty Warrior ein paar Parts noch aufnehmen. War ich hier schon drin? Nee, gut. Ja. Vielleicht so ein oder zwei Parts. Und dann hat sich das auch für heute erstmal mit dem Aufnehmen. Weil dann muss ich das auch erstmal hochladen, ne? Jedenfalls heute zum Freitag werdet ihr auf jeden Fall einen Mortal Kombat Part bekommen. Da könnt ihr sicher sein. Damit ihr auch seht, ah, er hat es nicht abgebrochen oder er hat keine Lust mehr oder so, ne? Ja, noch eine Truhe. Immer her mit den Coins. Und wie gesagt, ob ich jemals den Arcade-Modus hier auch noch spielen werde, keine Ahnung. Weil Onaga ist schon ein krasser Gegner, muss ich sagen. Ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Vor denen habe ich schon sehr viel Respekt irgendwie. Wenn ihr das natürlich haben wollt, einfach in die Kommentare schreiben, dann mache ich das dann. City. Yes, I am Overlord Zephiro. State your business. Shao Kahn has sent his Tarkatan horde to attack my city. That is precisely why I am here. I have come to you with a message from the Tarkatan forces outside your walls. You have my attention. Go on. Shao Kahn has offered your people amnesty. Under one condition. You must surrender your head. My head? Unacceptable. I will never surrender myself to Shao Kahn. Not even to save my people. The Tarkata grow in number outside the walls of your city. It is only a matter of time before they overwhelm your military and destroy you all. For the sake of your people, I strongly... There may be another solution. If word of our struggle were to reach Sado, the Realm of Order, their elite guardsmen may give us aid. If I can find that realm, I will tell them of your plight. Excellent.
You will need something of value to offer as payment. My city has been overtaxed by Shao Kahn, and therefore I have nothing suitable here. But there are rumors of a priceless object hidden somewhere in the Living Forest. If you can locate it, give it as payment to the Seiden for their assistance. Please, do not delay. Not to fear. I will bring help. Eieiei, Jojinko. Der lässt sich auch rumschubsen wie blöde. Natürlich ist das die irgendwie richtig, aber... Also jetzt in Form, dass er die Stadt jetzt, dass er den nicht umbringt und sagt, hier, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin auch heute ein bisschen neben mir, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich frühzeitig aufgestanden bin, um meine Wege zu erledigen. So, die haben wir ja alle untersucht. Jedenfalls, wenn wir jetzt ins nächste Realm kommen, müssen wir auch gucken, dass wir da alles wie möglich untersuchen, weil das ist, ich sag mal, in Anführungsstrichen am größten. Vor allem, dass wir da auch uns sehr schnell verlaufen können. Okay, er gibt uns einfach Coins. Sage ich ja grundsätzlich nicht nein. So, dann gehen wir mal wieder in den lebenden Wald. Oder das lebende Wäldchen. Das bisschen, was wir da haben. Ah, hier versteckt sich noch ein Coin. Who are you? What are you doing in the Living Forest? I have been sent here to search for a valuable item said to be hidden in this area. You are too late. I have already found it. My queen sent me to secure it from the tyrant Shao Kahn. It seems I have located it just in time. Die, Outworld Mutant. Okay, Jade. Ein paar aufs Maul. Kannst du haben. Verteidige dich gegen Jades Angriffe. Digga. So. Immer schön den Angriff machen. Digga. Boden mit dir. Du Bauer. Ja nicht den Part in die Länge ziehen, nur weil du gewinnst, Jade, ne? Das wollen wir doch nicht, oder? So denke ich mir das auch. Und somit haben wir das nächste Kamidoku, was uns, ermächtigt, das nächste Reich zu erkunden. I did not realize it was the Kamidoku. The overlord of Lei Chen had asked me to offer it to the Seiden Guardsmen as payment for their assistance in defending against the Tarkatan hordes. It belongs to the Elder Gods and must be returned to them. You will place it on the altar with the others. But I have given my word that I would bring back help from the Realm of Order. How will I broker a deal with them if I cannot offer the Kamidogu? The point is moot. You cannot enter the Realm of Order.
without placing this Kamidou on the altar. If indeed you wish to aid the Overlord, I suggest you offer the command of this city to the Saiyan militia. Their principal philosophy is one of order and control. They will have little interest in defending a city unless they occupy it. Furthermore, they will not resist the chance to thwart Shao Kahn. But the Overlord did not give me the authority to... What he wants is of no concern to us. The Kamidou is not his to use as a bargaining chip. Broker a deal with the Saiyan if you feel so compelled, but do not lose sight of your primary objective. Return the off-world Kamidou to its rightful place in the Nexus, and continue with your quest. I will do as you ask, Dimashi. Gut, wir machen einfach eine halbe Stunde Part raus. Da kann ich nämlich noch in den neuen Realm schon mal anfangen, alles zu erkunden. Und im nächsten Part, vielleicht schaffen wir dann auch noch ein bisschen Story. Weil ihr werdet gleich sehen, wie groß das ist, wie viel es da auch an Gebäude gibt und so, die wir begehen können. Das ist schon nicht ohne. Aber ich muss auch sagen, selbst da, glaube ich, gibt es großartig auch keine Quest irgendwie. Oder dass die über... Naja, einfach mal gucken. Ist wie gesagt sehr lange her, dass ich das damals durchgespielt habe. So, wir haben bald alle komplett. Fehlen nur noch zwei. Aber wir haben noch einiges vor uns. Das ist schon ein komisches Portal irgendwie. So. Behold, Shujinko, Seido, the realm of order. Tread carefully, for the Saiyan Guard enforces the law without mercy. But I am new to this place. How am I to abide by their laws if I do not know them? This civilization has been built upon the concept of structure and organization. Deviation from this ideal is not tolerated. I cannot stress enough that you must avoid any entanglements in their legal system. I believe the likelihood of that happening is small, but I will heed your warning, Dimashi. Alles klärchen. Warte mal, wie war das nochmal? Nein, ich will nicht meditieren. Jojinko. Wie war das jetzt so? Ah, hier. Wie man sehen kann. Ja, jetzt ja auch nicht so groß, aber alles wie ein Kreis halt aufgebaut und wir müssen eben halt gucken, oder beziehungsweise ich muss ja schauen, wie ich da am besten jetzt vorgehe. Du schleichst hier so rum. Okay. Gut, gehen wir hier so lang und werden nur mit sehr wenigen Leuten reden, damit wir das so gut wie es geht alles schaffen. No Saiyan Guardsman is allowed to assault a perpetrator without permission from his superior. An unauthorized assault will lead to imprisonment. Das sind wirklich ein Polizeistaat irgendwie. So, einfach von Ring zu Ring arbeiten wir uns. Aber so scheiße sieht's hier nicht aus. Muss man ganz ehrlich sagen. So, wir beschleunigen uns einfach. Wir rennen einfach mal. So. Oh, Kisten über Kisten. Es gibt so viel an Coins. Das ist super.
Na, was ist mit dir? Du siehst so aus. Das hab ich nicht zu entscheiden, Kollege. So, was haben wir hier? Ein Knast. Du siehst wichtig aus. The prison you may have seen is actually a detention area for prisoners who are about to be tried in court. Okay. Was mit dir? Du hast keinen Helm. No Satan Guardsman is. Ja, das haben wir schon mal gehört. Okay, auf Schuppen steht keine Todesstrafe. Ach ja, was ich ver... reden wir es mit denen. Excuse me, citizen. I am Governor Talon. I have sent an emissary to meet with the resistance. The emissary, Parlos Cassina, has not returned in weeks. If you discover his whereabouts, please return to me. I will pay you for any information you uncover. Finde einen Bürger, der Informationen über den vermissten Abgesandten hat. Machen wir mal. Ja, ich wurde ja mal vor kurzem gefragt, ob ich vielleicht sogar Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses irgendwann nochmal Let's Playen könnte oder so ähnlich. Oder zumindest streamen. Ich weiß nicht, ob der Kommentarschreiber hier auch dieses Projekt verfolgt. Wie ich schon dir in den Kommentar geschrieben habe, es würde gehen mit der älteren Elgato, die ich habe. Da müsste ich aber meinen Fernseher, den ich in der Stube habe, hier auf meinen Schreibtisch postieren und anbauen, weil mein Zweitmonitor leider das Signal von der PS2 leider nicht einfangen kann. Gründe weiß ich nicht. Und die Software für die alte Elgato kann ich auch nirgendwo mehr runterladen. Also die ist nicht, die gibt es einfach nicht mehr. Ich muss nochmal gucken. Wie gesagt, entweder kriege ich das mit OBS irgendwann mal hin. Das muss ich für YouTube alles nochmal einstellen und so. Ja, mit denen haben wir geredet. Gut, also gehen wir mal weiter. Ich müsste halt nochmal gucken, ob es vielleicht eine Xbox-Version gibt und ob die vielleicht auch abwärtskompatibel ist. Weil dann würde ich nämlich sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mal um den Ring drumrum. Müssen einfach hier bei Gelb starten wir. Oh, hier haben wir Kabal. Ach, der will nur kämpfen. Kabal will seine Hakenschwerter in dein Fleisch graben. Kannst du dich verteidigen? Ja, indem ich einfach wegrenne. Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, ob es eine Xbox-Version gibt und ob die auch abwärtskompatibel ist. Sollte das der Fall sein, werde ich gucken, ob ich das mal bestelle und dann mache ich dann nochmal ein Let's Play, zumindest dann daraus. Und ihr habt es dann in HD. I would love to chat, but I had not planned for any spontaneous. Und natürlich wurde ich dann auch gebeten, halt die Spiegelkraft nicht mit in mein Deck zu nehmen und nicht dem Wasserdrachen. Ja, das wäre mal vor allem eine Challenge, weil bevor ich das Let's Played habe, habe ich das hauptsächlich nur mit dem Wasserdrachen gespielt, muss ich sagen. Und nur mit Spiegelkraft in der Hinterhand. Weil viele Gegner da auch sehr, sehr krass sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn es soweit ist, ne, und das alles sich so, da ist ja Raiden. Vielleicht hat der auch eine Aufgabe für uns. Nee, der will kämpfen. Kannst du zeigen, dass du den Titel des Titels Meister der Elder Gods würdig bist? Ach, warum wollen die alle mit mir kämpfen? Ich will doch nur reden. So, und hier haben wir ja angefangen. Genau.
So, wir haben eine halbe Stunde. In dem Sinne hoffe ich, euch hat der Part gefallen und ihr seid im nächsten Part wieder mit dabei. Also haut rein und ciao.